Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir spielen nach wie vor Onslaught auf der republikanischen Seite. Und nachdem ich in der letzten Folge ein ordentlicher Metzel-Jedi war, machen wir jetzt mal mit der Story weiter. Arm, seid ihr das? Ich brauche eure Hilfe. Es gibt hier Sklaven. Dutzende von ihnen. Die Brüder laden sie in Fähren. Imperiale Fähren. Wir müssen sie aufhalten. Tau ist eure Meisterin Arn. Ihr solltet mit ihr darüber sprechen, nicht mit mir. Sie hat mir gesagt, ich soll mich nicht einmischen. Aber ich kann nicht tatenlos zusehen. Tau, hört ihr mich? Arn greift die Brüder an. Sie sind dabei, Sklaven für das Imperium zu verladen. Verdammt! Wir treffen uns dort! Na, das ging aber mal schnell. So, wir müssen jetzt in das Gebiet der Brüder. Ich überlege gerade, ob ich mich einfach nicht irgendwie hinteleportiere. Warte mal, Promenaden, Seitenstraßen, Bleiregenhafen. Ich gehe mal zu Schrottis Kreuzung, da ist auf jeden Fall in der Nähe dann auch ein Flugpunkt, den wir dann hoffentlich benutzen können. Eigentlich warte ich ja noch darauf, dass wir hier irgendwie so ein, zwei Sidequests kriegen, so wie bei den Brüdern, aber irgendwie scheint es das hier nicht zu geben. Huch! What? Hä? Wieso liegt jetzt Jacaro hier tot rum? Okay, was ist das für ein Quatsch? Wie auch immer er das jetzt gemacht hat, ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Das kommt mir etwas zu komisch vor. Warte mal, da müssen wir jetzt hier runter. Vielleicht möchte er auch einfach nicht mehr weiter mit mir zusammenarbeiten. Vielleicht findet er mich zu schrecklich. Ich weiß es nicht. So, warte mal. Wir müssen jetzt hier lang. Nee. Auf der anderen Seite, glaube ich. Oh Mann. Das ist hier alles noch etwas verwirrend für mich. So, okay. Hier ist dann der Taxidroide für die andere Abladestelle. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Taxi vom Flüchtlingslager. Okay. Passen wir doch mal. Sie auf sich auf. Irgendwie habe ich ja darauf gewartet, dass mir irgendeine andere Gruppierung noch eine Sidequest aufdrückt, so wie die von den Brüdern. Von wegen, hey, Arbeit macht dich voll glücklich. Nee, hat mir wirklich nicht so viel Glück gebracht. Oh Mann. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier den fiesen... Oh, guck mal, hier ist tatsächlich eine... Hier ist eine Sidequest. Die rote Zone. Naja, besser als die rote Zora. Was liegt denn hier? Ist das immer noch das Brüder? Wow, fuck! Okay, ihr seid aber gleich mal ganz schön militant, ey. Leute, was seid ihr denn so schlecht drauf? Kein Wunder, dass euch keiner leiden kann. Wenn ihr mal gleich so schlecht drauf seid hier. Ernsthaft, Leute, geht doch gar nicht. Na gut, dann hauen wir uns halt hier noch ein bisschen entlang. Whatever. So. Ist das jetzt dieselbe beknackte Quest? Datenpad der Brüder. Aha, der Wert der Arbeit. Lösche wertlosen Abfall aus. Nein. Leute, das machen wir jetzt nicht. Auf diese beknackte Quest habe ich keinen Bock. Alternativ? Warte mal, das ist doch hier im selben Gebiet. Okay, die nehmen wir mit. Ich möchte ja auch ein bisschen Geld verdienen. So, wo geht es denn jetzt hier weiter? Lösche wertlosen Abfluss. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss hier entlang. Das war das, was ich vorher nicht hingekriegt hatte. Wobei, hier sind lauter Brüder. Muss ich die ganze Zeit hier kämpfen? Ernsthaft jetzt? Wow. Ihr seid ja mal ein toller Haufen. Voll schlecht gelaunt immer. So, gut. Dann werden wir uns hier einfach mal entlang kämpfen. Oder entlang bewegen. Whatever. Vielleicht kann man den auch einfach ausweichen. Vor allem diese Quest ist offensichtlich hier hinten drin. Das ich heißt. Fand es hier schon immer unheimlich. Ich finde vor allem die Quest, die man hier kriegt, unheimlich. Unheimlich bescheuert. Okay, also ich glaube mal, momentan haben die auch andere Leute irgendwie. Oh, warte mal. Nee, ich habe Glück. Das ist doch mal nice. Kann ich hier gleich mal anfangen, irgendwie Zeug zu buddeln.
Also für so ein Jedi ist das ja meditativ, denke ich. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich hat der Jedi dann weniger Probleme damit, diesen Job zu machen, als mein lustiger Kommandant auf Imps-Seite. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie viele von diesen Fackeln immer in den Inventaren der jeweiligen Charaktere rumliegen. Aber ich habe so das Gefühl, hier war gerade schon jemand und hat hier irgendwie ordentlich aufgeräumt. Warte mal, wie groß ist denn dieses Gebiet? Es ist groß, okay. Gibt es hier denn keinen Schrott mehr, den ich irgendwie verarbeiten kann? Leute, ich will doch durch Arbeit glücklich werden oder so. Erhält meine wertlose Existenz dadurch, dass ihr mir einen blöden Job gebt? Sieht irgendwie schlecht aus. Tja, das war mit der Imperialen definitiv leichter irgendwie. Puh. Oh, hier drüben liegt wieder Schrott. Cool. Aber eigentlich möchte ich mich ja hier in Richtung des, wir möchten uns ja eigentlich zu den Sklaven durchschlagen und die befreien und so. Was liegt denn hier hinten? Ach, flirrende blaue Kristallformation. Okay, das ist, naja. Hier ist noch mehr Schrott. Okay. Das ist doch schön. Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay, wir haben wieder mal bescheuerte Latenzen. Und auf der anderen Seite ist auch noch Zeug. Das ist ja mal... Okay, dann habe ich das zumindest den ersten Stage erledigt. Oh Mann. Und hier liegen auch irgendwelche Leichen rum. Oh Mann. Das ist nicht nett. Also diese Brüder sind schon irgendwie so ein bisschen durch. So ganz gepflegt. So ziemlich heftig. Meiner Ansicht nach. So, okay. Was haben wir hier sonst noch? Halt, was zerbrochen ist. Das ist aber draußen irgendwo. Das machen wir nicht hier. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss mich hier entlang kämpfen, wie es ausschaut. Okay. Dann wollen wir doch gleich mal hier so ein bisschen anchargen. Ach, Blödsinn. Okay, ich bin echt nicht gut mit dieser Fähigkeit. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen üben. Dom-di-dum. Kämpfe mit irgendwelchen ganz traurigen, dunklen Gestalten hier auf Mekshar. Wer hat das denn vermisst? Niemand. Ich hab's nicht vermisst. Ich finde die Typen irgendwie sehr strange. Ich frage mich, ob deren Geheimnis aufgedeckt wird, während wir hier irgendwie unsere Quest verfolgen. Ich meine, dass die hier irgendwie so quasi anonym durch die Gegend ömmeln. Ist ja schon so ein bisschen... Also die Leute mit Masken finde ich immer so ein bisschen, ja, irritierend. Wobei man sich bei manchen Leuten natürlich wünscht, sie hätten die Maske nie abgelegt. Kylo Ren zum Beispiel, hätte der seine blöde Maske aufbehalten, wäre dieser Film nicht halb so bescheuert gewesen. War so ein irgendwie eskalierender Sith, der dann aussieht wie ein Milchbubi, das geht echt gar nicht. So, hallo. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Lässt dich schnell 20 Meter nach vorne sprinten. Okay, das ist irgendwie keine gute Fähigkeit. Oh, warte mal. Ich habe jetzt hier ganz vergessen, meinen Bonus einzubauen. Komm, Jakaro. Du kannst das doch besser mit dem Heilen. Ernsthaft. Das weiß ich doch. Mal abgesehen davon, dass ich momentan den ganzen Schmerz abkriege. Streng dich mal ein bisschen an. Ich möchte hier eigentlich nicht drauf gehen. So, okay. Ich könnte die jetzt natürlich noch töten, aber wir haben es eilig. Hier sind ja eh schon die Nächsten. Oh Mann. Und gleich kriege ich hier erstmal den Doppelflammenwerfer ab. Ist jetzt auch nicht sehr sympathisch. Und die verstecken die sich auch noch hier, die Spacken. So, oh, jetzt sind sie ja auch noch bei Jakaro. Was soll denn der Blödsinn? Nee, Jungs, das läuft hier nicht. Wir machen jetzt hier erstmal sauber. Verstecken ist nicht. Mein Lichtschwert findet euch trotzdem. Da kann der andere meinetwegen irgendwie so ein bisschen an meinem Rücken rumflammen, aber nope. So, jetzt aber. Du Flammenwerfer-Öschel, du. Die Nummer läuft hier nicht.
Also lasst mal schön meinen Heiler in Frieden und legt euch mit den Jungs an, mit denen ihr euch anlegen solltet. Also mir. Läuft. Okay. Ach ja, das ist ja auch mal wieder so ein leicht ranziges Gebiet irgendwie. Aber es sieht auch wiederum einzigartig aus. Also mit den Flutlichtern und mit Bekshar hier im Hintergrund, mit diesen vielen, unendlich vielen Häusern. Es ist so geil. Vor allem, wenn man sich das hier anguckt. Alles total verschachtelt, ineinander irgendwie gebaut. Krass. Also mir gefällt das echt gut. So, gucken wir mal. Oh, toll. Wir haben hier wieder so einen Typen, der meint, er ist irgendwie ein Sith. Okay, kriegen wir hin. Okay, wir müssen erstmal die anderen umhauen. Ist doch immer dieselbe Scheiße hier. Au! Ey. Rumwerfen ist nicht sehr freundlich. Jakaro, wo steckst du? Oh Mann, ey. So, Kumpel, du darfst dir jetzt erstmal an meinem Schwertschutz so ein bisschen die Beine aus. Geh mal nicht auf den Sack. Okay, warte mal. Wir haben hier wieder ein paar Leute, mit denen man besser nicht so viel Spaß macht. Also hier muss man sich halt auch ein bisschen bewegen, so ab und an. Ist nicht so schlimm wie bei ESO, wo man eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend gurgelt. Hoppa. Jetzt schmeißt mich halt hier schon wieder irgendwo hin. Junge. Das ist nicht nett. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo Jakaro wieder hin ist. Alter. Ist echt nicht lustig hier. Junge, Junge. So, und wir kommen jetzt mal dazu und lösen unsere anderen Probleme. Oh Mann. So, für dich habe ich auch nochmal Lichtschwerter. So. Wo ist Jakaro. Okay, du hattest dich die ganze Zeit hinter mir getarnt. Mhm, ich merke das schon. Arn? Das sind Sklavenhändler. Monster. Der übelste Abschaum der Galaxis. Aber ich will sie nicht töten. Ich wollte keinen von ihnen töten, aber ich musste es. Sie haben mir keine andere Wahl gelassen, oder? Es gab keinen anderen Weg, um die Sklaven zu befreien, bevor es zu spät war. Was hätte ich sonst tun sollen? Gab es einen anderen Weg? Bitte. Ich muss es wissen. Ihr müsst es mir sagen. Die andere Option war, euren Befehl zu befolgen und euch da herauszuhalten. Das konnte ich nicht. Ich konnte nicht. Tau weiß das nicht. Aber als ich verletzt wurde, als wir gekämpft haben, das waren auch Sklavenhändler. Damals konnte ich sie nicht aufhalten. Nach Jahren der Heilung und des Schmerzes. Vielleicht wollte ich keinen anderen Weg sehen. Vielleicht habe ich meine Chance gesehen, Rache zu üben und sie ergriffen. Ich glaube nicht, dass ich wirklich so bin. Ich will nicht so sein. Aber ein Teil von mir ist froh, dass sie tot sind. Wir fühlen alle die Anziehungskraft der dunklen Seite. Aber sie kann euch nicht kontrollieren, solange ihr es nicht zulasst. Ihr habt recht. Danke, ich... Danke. Arn! Geht es euch gut? Es tut mir leid, Meister. Das tut mir alles so leid. Ich sah, wie sie diese Leute zusammentrieben und ich konnte nicht. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Kommt schon, die Imperialen könnten Verstärkung schicken. Kehren wir zu Schrotti zurück. Dort könnt ihr mir alles erzählen.
Oh Mann. Das war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee, Kumpel. Mal eben, na, alles mögliche hier Macht wirken und so. Ernsthaft? Puh. Zu nah an der dunklen Seite du bist, mein junger Padawan. Echt jetzt. Geht gar nicht. So, dann gucke ich mal eben, ob ich hier noch irgendwie Dinge heilen kann, die zerbrochen sind. Ich meine, immerhin ist das ja hier im passenden Gebiet. Okay, euch möchte ich jetzt nicht unbedingt noch irgendwie anpacken. Aber es ist irgendwie schade, dass es hier während dieser ganzen Questreihe nicht wirklich viel zu tun gibt. Also wenn man sich das so überlegt. Zumindest bei Schatten von Revan gab es definitiv mehr währenddessen zu erledigen. Ich glaube mal, da hätten sie hier auch noch ein bisschen was tun können, um sich zum Beispiel etwas mehr mit den Fraktionen zu befassen. Also gerade diese unterschiedlichen Gilden, Schrägstrich-Gruppierungen, Schrägstrich-Banden, whatever, hätten sicherlich noch das ein oder andere zu tun gegeben. Ich würde mal wetten, das haben sie jetzt alles irgendwie in die Daily Quests reingepackt, aber ich finde, das bietet nicht so viele Möglichkeiten, wie es bieten könnte. So. Muss ich hier irgendwelche Brüder platt hauen? Sieht stark so aus. Na, der hat jetzt auch nicht so sehr viel Spaß gerade, glaube ich. Aber er hat einen Flammenwerfer. Irgendwie ist das bei denen die Standardausstattung, glaube ich. Und irgendwelche Versteckemodulen und so. Also, ein bisschen Tarnmodul muss ja immer sein. Okay, den hätten wir erledigt. Einer weniger. Ist das Ding inzwischen wieder da? Ah, das wäre zu schön gewesen. Ich sehe schon, ich muss mir das jetzt hier hart erkämpfen. Jedes Teil irgendwie. Was sind denn auf der anderen... Oh, hier sind gleich mal zwei auf der anderen Seite. Cool. Das lohnt sich doch. Ach ja, dann schlachten wir uns hier mal so ein bisschen durch McShar. Alles nur für die Quest. Hey, du Arsch! Erledige doch einfach deine eigenen Leute, ey. Oh, das ist nicht sehr nett, ernsthaft. Der hat jetzt gesehen, dass er hier profitieren kann und hat sich das Ding gekrallt. Echt jetzt. Statt mal den irgendwie selber umzuhauen. Weißt du was, Kumpel? Ich guck mal, ob hier an der Ecke irgendwie noch eins ist. Dann hättest du mir hier den Weg freigehauen. Boah, sowas kann ich ja echt leiden wie Fußpilz. Immer diese kleinen Profiteure irgendwie. Die keinen Bock haben, das dann selbst zu erledigen. So, okay, ein Bruder weniger. Sind hier noch irgendwelche... Sieht etwas schlecht aus. Vielleicht auf der anderen Seite, mal gucken. Nee, auch nicht irgendwie. Haben wir hier in der republikanischen Zone irgendwelche? Nee. Ich glaube nicht, da müssen wir dann tatsächlich nochmal außen rum oder so. Oh Mann, das ist doch mal ärgerlich. Okay, muss ich mich hier doch nochmal durchprügeln. Hallo? Oder steht hier einfach nur? Also der hat mich jetzt hier gerade gar nicht geaggrot gehabt. Mal gucken. Vielleicht greifen die mich auch nicht an. Wäre jetzt nicht so schlimm. Hätte ich nichts gegen. So, ich brauche jetzt aber noch zwei von den Teilen. Wo sind die denn hier? Was haben wir hier drüben? Wache der Brüder, okay. Die finden das natürlich dann nicht so geil, wenn da jemand vorbeikommt. Ah. Boah, wird das hier noch was? Oder ist unten am Dock vielleicht noch irgendwo was zu holen? Mal schauen. Hier ist irgendwie gar nichts kaputt. So ein Mist. Okay. Ich guck mal unten. Vielleicht habe ich ja Glück. Tja, alles nicht so leicht hier. Wenn man hier eigentlich nur... Okay, die aggron doch. What the fuck? Wie viele sind das denn jetzt hier? Hallo Leute, jetzt stellt euch mal nicht so an. Okay. Das Problem lösen wir jetzt ganz fix. Mal eben kurz draufhauen und hier auch nochmal ein bisschen draufhauen. Mensch. Also, dass diese Quest dann doch so umfangreich wird,
wenn man eben im falschen Gebiet ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da haben die Imps definitiv einen Vorteil, weil sie sich hier nicht durch alles durchprügeln müssen. Naja, andererseits, die Quest liegt ja auch... Oh, Wache der Brüder. Nicht die beste Idee. Shit. Pier der letzten Chancen erreicht. Haha, okay. Das klingt ja schon so motivierend irgendwie. Ha. Also das sieht jetzt irgendwie schlecht aus. Ich lasse das jetzt einfach mal und werde einfach zu Schrotti zurückkehren. Hm. Schon so ein bisschen blöd. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das hier noch hinkriegen würde, aber sieht schlecht aus. Vor allem sind hier, glaube ich, gerade auch noch andere Leute unterwegs, die diese Quest auch machen. Das heißt, meine Chancen, jetzt noch irgendwie so Teile zu entdecken, sind nicht allzu groß. Egal. So, Schrottis Kreuzung. Was tut man nicht alles? Oh, und gleich wird hier auch nochmal fett gekämpft. Wie gut, dass ich weg bin. So, jetzt wollen wir hier nach unten. Und müssen nochmal mit Schrotti reden. Aber immerhin, wir haben jetzt die fiesen Sklavenhändler gestoppt. Das ist doch auch schon mal was. Darüber freut man sich doch normalerweise. Ihr habt die Brüder nicht nur angegriffen, ihr habt sie praktisch ausgelöscht. Wir sollen hier den Frieden bewahren. Arn war auf meinen Befehl dort. Wenn ihr oder die Huttenbrecherin ein Problem mit seinen Taten habt, wendet euch an mich. Glaubt ihr, es kümmert mich, dass diese Mistkerle weg sind? Ich würde euch eine Medaille verleihen, wenn ich könnte. Aber die Huttenbrecherin wird uns dafür bluten lassen. Ist sie immer noch bereit, uns den Treibstoff zu verkaufen? Ja, gegen eine Zusatzzahlung von 40%. Dann sollten wir uns auf die Mission konzentrieren. Wir müssen mit Arn nicht härter ins Gericht gehen, als er es mit sich selbst tut. Wie geht es Arn? Er kämpft immer noch mit sich, aber ich weiß, wie er sich fühlt. Ich werde ihm da durchhelfen. Er wird nicht wanken, wenn es soweit ist. Die Abstimmung ist zu unseren Gunsten ausgefallen. Also habe ich die Flotte organisiert und für das Auftanken vorbereitet. Ich wette, die Imperialen werden auftauchen, sobald wir damit beginnen. Also sollten wir zügig unsere Positionen einnehmen. Wir sehen uns alle bei den Docks. Hey, ich wollte euch danken, dass ihr mir Bescheid gegeben habt, als Arn sich gemeldet hat. Ich bin froh, dass ich ihm helfen konnte. Selbstverständlich. Ihr seid seine Meisterin. Er brauchte euren Rat. Es fühlt sich immer noch seltsam an, wenn ich darüber nachdenke, aber ich freue mich, dass ihr mir das zutraut. Meine besten Truppen. Ich wünschte, ich könnte mehr einsetzen, aber wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis, was die Huttenbrecherin angeht. Es gibt drei primäre Zugänge, über die die Imperialen ihren Angriff starten könnten. Die Hauptstege, die Wartungstunnel oder per Fähre über die Docks. Der Hauptsteg ist der direkteste Weg. Also werden wir dort unsere stärkste Verteidigung aufbauen. Commander, das seid ihr. In Ordnung. Was ist mit den anderen Zugängen? Arn und ich übernehmen die Tunnel. Auf so engem Raum kommen sie nie an unseren Lichtschwertern vorbei. Niemand kennt diese Tunnel besser als meine Droiden. Ich schicke sie euch als Verstärkung. Meine Soldaten bewachen die Docks so gut sie können, aber unsere Luftabwehrwaffen sind begrenzt. Sobald unsere Schiffe mit dem Auftanken beginnen, werden Waffen und Rampen deaktiviert. Da können wir helfen. Z5K Schulterluftabwehrraketen. Extrem schnell und steuern sich selbst. Besser geht's nicht. Seht es als Bonus für eure Dienste. Wird die Huttenbrecherin nicht wütend sein, wenn ihr euch einmischt? Ich sehe eine Marktlücke und liefere die passenden Produkte. Keine Politik, nur Geschäfte. Gute Jagd. Klingt, als wären wir bereit. Möge die Macht mit uns sein. Wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Für die Republik!
Okay. Hüter der Brüder. Tja, Kumpel, das lief jetzt nicht so ideal. Okay, ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich jetzt aber schon wieder verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Angriff der Imperialen zurückschlagen. Ich bin gespannt, was uns da alles erwartet. Immerhin, die Story kennen wir ja schon, nur eben aus dem anderen Blickwinkel. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschüss.